Hallo, ich bin Silke von Frisch gestempelt. Heute habe ich eine Karte für dich. Die habe ich wiederum gemacht mit dem Stempelset so gesagt. Ich habe mir überlegt, ich glaube, ich zeige dir immer mal so ein paar Sachen nur von einem Stempelset, damit man auch sieht, wie vielseitig das ist. Also heute habe ich genommen, deine Freundschaft ist ein Geschenk und habe diese Karte daraus gemacht. Ja, und wie ich die gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Du brauchst einen normalen Kartenrohling. Der ist jetzt hier 14,5 mal 10,5 gefalzt bei 10,5. Das heißt, das gibt deine Grundkarte. Die habe ich in Flüsterweiß gemacht. Die kannst du jetzt in normalem Flüsterweiß machen oder in extra stark. Ich nehme immer gern extra stark, wenn ich nicht sehr viel noch obendrauf mache, nicht eine große Mattung. Das machen wir ja jetzt hier nicht. So, und dann brauchen wir noch ein Stück in, Moment, das habe ich jetzt hier. Dann brauchen wir noch ein Stück in 9 mal 13 cm und noch ein kleines Stück in 4,5 mal, in 4,5 mal 4 cm. Das gibt unser Päckchen. Und ich würde sagen, da fangen wir mit an. Das heißt, ich nehme mir hier, ach so, und das habe ich in Flüsterweiß extra stark genommen, weil wir da ja nachher das Geschenk binden sozusagen. Und das müsste ein bisschen stabiler sein, da ist mir der andere zu weich. So, dann nehme ich den Stampin' Write Marker in Grapefruit. Ich habe hier als, Moment, ich zeige das hier nochmal, das ist Brombeermus. Und habe das hier von diesen Kordeln der Natur, heißt das, glaube ich, genommen. Und da haben wir Savanne, Minzmakrone, Brombeermus und Grapefruit. Wir machen jetzt Grapefruit und hier, das ist, wie gesagt, Brombeermus. Also nehme ich mir den Stampin' Write Marker in Grapefruit und nehme die Pinselseite und mache mir hier einfach ein paar Punkte drauf. So, und dann gehe ich her und ziehe mir jetzt hier einen Rand. Du kannst hier ein Lineal anlegen. Ich glaube, du siehst es. Also ein Lineal anlegen oder das Flüsterweiß extra stark ist ziemlich fest. Da ziehe ich einfach hier einen Strich und du siehst, es gibt so einen kleinen Absatz. Das mache ich hier auch. Das mache ich einmal rundum. So, und dann habe ich hier so einen kleinen Absatz. Das legen wir jetzt nochmal zur Seite. Dann nehmen wir unsere Grundkarte. Das ist diese, wie gesagt, in 9 mal 13 cm. Und die lege ich mir jetzt hier an und nehme mir den Stempel. Deine Freundschaft ist ein Geschenk, aber ich möchte nur deine Freundschaft haben, also klebe ich mir hier unten das ab. So, dafür habe ich jetzt hier so ein Tesafilm, du kannst auch Washi-Tape nehmen. Ich habe jetzt dieses Tesafilm, das klebt nicht so stark. Und dann klebe ich mir das hier unten ab. So, ich denke, das ist okay. Dann nehme ich mein Memento. Ziehe das wieder ab. Und dann stempel ich mir das hier oben drauf. So, und dann nehme ich mein Stempelkissen in Grapefruit. Und da habe ich jetzt von dem Stempelset Artisan Textures, habe ich jetzt dieses genommen. Und da mache ich mir jetzt einen Hintergrund mit und stempel das einfach ab. Das heißt, ich gehe her und fange hier irgendwo an. Stempel auch gerne nochmal. Bisschen drehen. So, und mache mir dann hier so einen Hintergrund. Ich glaube, hier mache ich noch einmal ein bisschen kräftiger rein. So, dann denke ich, dass es passt. Genau, so ungefähr. Und jetzt machen wir noch das. Das machen wir erstmal sauber. Jetzt klebe ich mir das wieder ab. Wo ist es da?
Das ist zu kurz. So, jetzt klebe ich mir das wieder ab. Mache mir wieder Stempelfarbe drauf. Ziehe das ab. Und da ist ein Eckchen jetzt übrig geblieben. Aber das nehme ich mir jetzt dann nochmal hier mit runter. So. Und dann platziere ich das hier unten hin. Dann nehme ich mein Päckchen und das verpacke ich jetzt. Das heißt, ich nehme ja einmal die Länge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mach mal 7. Bisschen großzügig. Ich messe das immer dann so ab. Immer über die Länge, dann habe ich so ungefähr das, was gebraucht wird. Und was ich jetzt noch mache, ich nehme mir einen Glue-Dot und setze mir den hier in die Mitte, wo daher die Schleife drauf sitzen soll, weil das einfacher ist. Dann fange ich an, also ich möchte es gern hochkant haben, das heißt, ich fange so an, lege es rum. Und mache mir dann hier einen Knoten. Den setze ich auch mit auf den Glue Dot. Ja. Und dann mache ich mir eine Schleife. Und ziehe die gerade. Und wie gesagt, wenn gucken, dass du irgendwie auf den Glue Dot kommst. Und dann passt das. Noch ein bisschen kürzer. Nee, ich muss noch mal neu machen. So. Jetzt habe ich es natürlich schon abgeschnitten, aber so ist schöner. So ist etwas schöner. Schneiden wir noch mal ein bisschen ab. So, dann nehme ich mir Dimensionals. Pack 4 Stück hinten drauf. Und platziere das auf der Karte. Und dann nehme ich nochmal Dimensionals und nehme meine Grundkarte. Klebe hier jetzt noch großzügig drauf. Und klebe es hier drauf. So, und fertig ist meine Karte. Warte, jetzt mache ich noch mal schnell mit dem. Und fertig ist meine Karte. Eine schöne, schnelle Karte mit dem, wie gesagt, tollen Stempelset. So gesagt, deine Freundschaft ist ein Geschenk. Hier ist nochmal die in Brombeermus. Das sind wie gesagt die Kordelfarben der Natur. Und ja, ich hoffe, die Idee hat dir gefallen. Ich wünsche dir viel, viel Freude beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.